Servus und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wir müssen zur Universität. Wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass armes Hundi dich hier rausholt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Ja, das wissen wir schon. Dass ihr in der Hölle landet. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Mit was? Mit was? Ich hab hier nichts gesehen. Hier haben wir keine Stöcke. Nehme ich doch mit, wenn es mir so angeboten wird. Sag mal, wie viel übersehe ich denn bitte? Vielleicht einen der Gehängten von da oben runterholen. Einen, ja. Frage ist, welcher? Der hier. Und der hier. Gut. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Du machst es für ihn. Hi. Das wart ihr schon wieder, oder nicht? Ist nicht zu sehen. Na gut. Was ist das? Hä? Genug! Ja, genug. Genug ist genug. Unter. Oh, nicht hin. Oh, das klebt. Hier geht. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schrift. Ad ignem ad luke. Da drüben was gehört.
Nein, nichts. Gar nichts. Das erste Mal war schon mehr als genug. Na warte. Okay. Geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Ja, das ist klar. Gut, dass es kein Geruchsspiel gibt. Noch nicht so wirklich, sagen wir so. Universität. Na bitte. Weiter. Ja, jetzt haben wir es doch fast geschafft. Hof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Du musst die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Okay. Komm schon, Kumpel, nur ein paar Münzen. Oh, nein. Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Hey. Das wird leeren. Dich darf ich nicht plündern. Okay. Salpeter ist voll. Ja, ich gehe jetzt erstmal an die Werkbank. So, jetzt fehlt mir überall nur noch die letzte Stufe. Oh, nein. Es sieht mir fast so aus, als wenn das Game bald vorbei ist, weil ich brauche überall nur noch die letzte Stufe. Okay, 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 okay. Dann nichts wie weg hier. Magister, das Episanguis. Mal sehen. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Ah!
Das nennen wir Odorus. Oh. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hä? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war für, nennen wir es, bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Okay. Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Warum seid ihr so aufgeregt? Ja, warum sind die Gräber so voll? Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermahlen. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Eins. Das brauche ich. Sonst kann ich nichts mehr herstellen, okay. So, wie komme ich? Ich lasse mich jetzt mit Absicht töten. Nein, ich hatte mich töten. Ich glaube, es hat nicht gespeichert, oder? Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch an. Probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Drücke 1, um das Aufwertungsmenü auf. Drücke I. Ah.
Ja. Ah, verlängert die Wirkungsdauer. Okay, okay. Was brauche ich denn eigentlich? Einmal alles. Juch. Noch mehr Tote. Die sollen sich bitte hier tümmeln. Verschlossen. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Da ist aber was. Ein Wappen. Was ist das für ein Wappen? Ein Totenkopf. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Preisfrage, wie komme ich daran? Ach, das ist schon die Uni. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Wo ist der Karren?
Jetzt die Laterne, schnell! Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Oh nein! Das war äußerst diskret. Nur noch etwas weiter. Acht von sieben können wir bald herstellen. Warte mal. Mir fehlt nur noch einmal Leder. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. Und da haben sie es anscheinend hingestellt. Okay. Mein Gott, was ist hier passiert? Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Oh Gott, die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Ja, verständlich. Sie haben... die Ratten. Losgelassen! Helf! Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt. Ihr Eselbiester. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Gut, Doris. Ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid. Ich bin sicher, da drüben hat sich was. Na, ist doch hier. Das hat funktioniert. Okay. Wir kommen auf jeden Fall voran. Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Tja, du hast Glück, dass du. Hat wohl nicht so ganz funktioniert. Ich war zu langsam. Aber klar, wenn ich auch die Schleuder her. Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Hey, so was. Hey, stillhält, tut es nicht so weh. Ja, komm. Amicia ist gestorben. Das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Ja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst.
Ich bin ganz leise, du hörst mich nicht. Ich könnte die Ratten von der Brücke weglocken. Schwer zu sagen. Hä? Eindringling gehen wir hier nicht gerade zimperlich. Nicht? Schade. Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden... Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Na dann. Was ist das da drüben? Genug jetzt! Es ist vorbei. Das ist noch nicht vorbei, klar? Verfluchte Lager! Nein! Nein! Hat nicht so ganz geklappt, der Plan. Aber ich hab da gerade was gesehen. Ich kann ihn ablenken. Weil's für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Dieses Geräusch. Das kam von ihr da. Da kommt. Bist ein kluges Köpfchen, das muss man dir lassen. Warum? Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Was war das? Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Hat doch ganz gut geklappt. Sind sie noch hier? Das Episango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Dank der verbesserten Mixtur. Also machen wir erstmal das hier. Das sieht schon viel besser aus. Alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und was war da? Hier ist jemand! Halt her! Ups! Ich hätte ihn vorher umlegen sollen. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Was? Durchschlagskräftiger und knistert stark beim Brennen. Nee, ich will jetzt erstmal den Behälter. Endlich. Das wird nützlich sein. Au, ich hab nicht hingeguckt, ich hab geguckt. Oh, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Nächster Versuch. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großen. Da drüben, ich hab sie gefunden. Hey, ah! Au. Meine Güte. Alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand. Was zum Teufel? Na, wie lang? Nein, du schmeißt nicht deinen Speer.
Okay. Oh, da. Bei dir kann ich looten. Schön. Nicht bei dir auch? Nein, bei dir nicht. Schade, Banane. Ich glaube, ich muss dahinter. Holt euch mal bitte alle hier. Zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Ja, die ist auch ganz in der Nähe. Vitalis. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Okay, wir sind an der Uni. Wie voll. Da brauchen wir wieder was. Da brauchen wir wieder was. Ich habe keine Steine mehr. Dann machen wir uns erstmal auf die Suche nach Steinchen. Okay. Komm, dreh dich um. Dankeschön. Hat wohl nicht so ganz funktioniert.
Und 3 Steine. So. Wie heißt so schön, das Gute schlägt das Böse? Nun denn. Na sowas. Genug jetzt! Es ist vorbei. Hey! Nimm mal. Genug jetzt! Es ist vorbei. Ihr da! Kommt, wird euch nicht gefallen. Okay, okay, okay. Gute Nacht. Ich habe einiges an Munition jetzt verbrasselt für dich, aber das war's mir wert. Nicht bewegen, ich mach's kurz und schmerzlos. Kurze 5-Fall nochmal. Das muss doch nicht sein. Jetzt fehlt mir Salpeter. Meine Güte. So, haben wir jetzt vollständig gelootet? Ich glaube mal ja. Ich sagte doch, ich kriege euch. Gar nichts hast du gesagt. Ja, endlich. Scheiße. Was zum Teufel machen die da? Der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen.
Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Nicht? Einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt... Oh yes, schließe. Okay, Kapitel 9 habe ich jetzt abgeschlossen, habe ich gerade die Meldung bekommen. Kapitel 10, der Weg der Rosen. Und hier sage ich jetzt auch... Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Ja. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Werden wir noch finden, aber in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.